Und da machen wir auch nichts, nach der ordentlichen Musik, aber jetzt sind wir versteckt. Ne? Wieso haben wir noch keine Ausfahrt? Ist doch da. Hast du doch. Ist doch schon. 24 68 03. Nee. Jeder macht den Alarm. Welche Pfeife? Die von Peter. Einstellen. Zum Sonderzug. Gleis 3. Zucken. So, einmal über die Tür. Was ist das? So, jetzt kannst du die Fahrzeit noch mal ein bisschen Musik machen, dann kannst du. Gut, es geht. Leg das nicht auf. So ungefähr damit. Nicht so oft, sogar nicht so oft. Das ist wieder geil, ne? Ja, das ist ja der Junge auch im Eimer, ne? Ja, da vorhin zwischen Arzburg und der Verdampfkopf. Herr Rosshorn, bitte einmal. Meine Mutter hat jedes Mal geschafft, mein Führer. Wenn ich auf Verdampfkopf mitgefahren bin. Wer ist wieder kaputt? Nein, ich bin gerade hin. Doof. Ja. Ja, hier vorne ist extra für dich viel Platz und du bist hinten. Ja, egal. Später irgendwann. Jetzt auf unserer zweiten Reise. Also weiter zu unserer zum Jungfernstieg. Doch, in 4 Jahren oder das St. Georg. Weiterhin viel Spaß und noch einmal der Hinweis: im ersten und letzten Bahn unseres Zuges bieten wir kleine Köstlichkeiten wie Lachsbrötchen, eine Flasche Bier, etwas Wein oder auch ein heißes Kaffee an. Souvenirs und dergleichen mehr. Schauen Sie doch einmal in den ersten und letzten Bahn vorbei. Beachten Sie die Mittelbahn in der ersten Bahnklasse nicht zum besten auszutreten. Die nächste Möglichkeit zum Aufstieg ist dann der Bahnhof Kleinflott, den gibt es in kürzer Zeit. Mal einmal telefonieren hier. Ich rufe den Fahrdienst an, der Kleinflott nicht an. Das war aber ein Brötchen drauf oder so, das ist immer ganz nett. Ja, das ist in diesem Zug immer ganz schön. Zugabfälliger, oder? In den eingefahrenen Sonderzug für den Nicht-Einsteigen. 2 Minuten haben wir hier, ne? Ja, die Frage ist ja noch einmal der Hinweis. Jetzt hier in Kleinflottbek haben wir 1,5 Minuten Zeit. Zeit für Sie vielleicht noch einmal von der ersten in die zweiten Wagenklasse zu wechseln oder auch andersrum. Ja. Tanzen macht potent. Das glaube ich jetzt nicht. Was denn? Ja, genau. Ja, so. Das glaubst du nicht. Wahrscheinlich telefoniert der Fahrdienstleiter immer noch, deswegen kann er auch nicht aus der Tür gucken. Zweimal hintereinander.
Nur um das mal zu unterstreichen, normalerweise würde ich den Zug sofort bauen. Stimmt? Ja, ist nicht mehr zurückgedrückt. Nee, jetzt nicht. Nein, ne? Also entweder war die Klimaanlage schon kaputt, oder das Ding ist in die CE 1 auf 30 Grad geeicht, weil das war so warm und die Klappe hält natürlich zu. Bitte Vorsicht, am Sonntag zu die Tür, wenn geschlossen. Ich brauche noch einen Dreikant, damit dann der Oberhand ist. Was hat er? Schaut er mal auf den Kilometerzähler. Abfahrbereit. Ja. 4231. Was sagt uns das? Weiß ich nicht. Sonderfahrt mitfahren und mit Sonderfahraufzeichen einsteigen bitte. Ich dachte, das wäre so erstaunlich, dass da einzelne VVZ irgendwo anders entfallen und ich das Feld wohl gefahren. Nee. Zurückbleiben bitte, vorsichtig, die Türen werden geschlossen. Da kann ja 45, 46. Und abfahren. Abfahren. Dann kann man ja gleich hier einbrechen. Also fahren wir da hier zu. Wenn das hier nicht hoch und runter geht.
Das hängt an der letzten Runde für dich an Glückseligkeit. Wieso Glückseligkeit? Der Mann war mit der Kämmerstadt. Aber erstmal sich vom Umzug in der Sinn. Ich glaube, sie hat so. Ja, ich würde zu der Umsetzung. Ja, mit rein aus. Das ist in der Fall. Jetzt ist die Frage nicht zu erkennen. Ich meine, das ist sowieso schon in der Hand. Der eingefahrene Museumszug Gleis 1 fährt anlässlich der Sonderfahrt von der Elbahn hier an. Nächste Sonderfahrt, weil ich nicht so der Zug ist noch erhältlich. Alte Mann, sieh mal. Du hast das lange Beine, ne? Ich hab das A da an der Wand berührt. Hey, jetzt ein A kaufen, jo. Ich hab alle Buchstaben außer das erste A berührt. Hey! Endlich alte Klaviatur Angst. Ja, lesen kannst du schon, ne? Welche Klasse gehst du jetzt, Lukas? Vorsicht, Herr Gleiseits. Und abfahren! Abfahren! Nein! Lukas nicht? Nimm die Finger. Ich möchte nicht, dass du da noch irgendwas raus. Da kannst du nicht ganz durch die Hände verbieten.
glaube, der kriegt mit der Lärm mit Oberstrahl. Ja, hier im Schuppen kannst du das rein. Aber jetzt ist gut. Über das Laut. Ja, laut, ja. Liegen lassen und so weiter. Das machst du gleich, Thorsten. Ich kann auch hier halten, kannst du in der Kurzzeit machen. Tut nicht Not. Nein, tut nicht Not. Das ist ein Tunnel, der immer richtig laut. Also, das hier wird dröhnt. Ja. So ein kleiner Tunnel. Wenn dann Stadthausbrücke, ne? Sind nicht so viele Leute, die dann fälschlich zusteigen wollen. In den eingefahrenen Zug bitte nicht einsteigen.
Sehr geehrte Fahrgäste, wir haben jetzt hier einen kurzen Betriebshalt. Jetzt noch wenige Minuten Restfahrzeit für die Fahrgäste der Fahrt A. Bitte bringen Sie schon mal Ihr Leergut weg, ziehen Sie Ihre Jacke an, sofern Sie bei der Wärme überhaupt eine dabei haben. Vergessen Sie Ihr Handgepäck nicht und bereiten Sie sich darauf vor, dass wir dann am Jungfernstieg gemeinsam aussteigen. Aber bitte nur die Fahrgäste mit Fahrkarten der Tour A. Tour B geht noch weiter. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vorsicht, Herr Museum, zu die Tür werden geschlossen. Und bevor ich in die Kehre fahre. Ja. Gut. Bis dann. Vielen Dank. Das sind wir. Vorsicht, das Museum, die Türen werden geschlossen.